So, Töchterchen ist krank, wie gesagt. Und Tommy macht wieder einen Eintopf. Weil Leon kommt heute vorbei, mein Sohn. Wie soll man schnippeln, wenn man sowas auf dem Arm hat? Lecker, lecker. Ja, ich muss jetzt weitermachen. Muss ich sie absetzen, wird sie schreien, aber so ist das halt. Dein Computer! Computer! Da! Da! Ja, fein! Aber ein Riesentopf diesmal. Also wird auch wirklich voll. So richtig voll mache ich den. Ja, voll mag den. Ja. Mal kurz gucken. Eigentlich sieht es aus wie immer. Ist aber nicht wie immer. Ist voller als immer. Ja, ich muss jetzt schnippeln. Und die ist krank und krank und krank. Alle sind sie krank. Das ist furchtbar. Wir sind gerade mal bei der Paprika und dann kommt noch eine Riesenaufgabe für Möhren und nochmal eine Mega-Aufgabe Kartoffeln. Wenn man wirklich will, dass es schnell geht, sollte man alles schon vorschnippeln. Schälen, Kartoffeln, Paprika, Möhren, schälen, schnippeln. Ich habe meine Paprika jetzt schon drin, weil Anouk will bestimmt wieder so schön klein haben. Letztes Stück Paprika. Ja, dann hoffe ich mal, dass mein Sohn kommt heute. Aber der Eintopf ist ja auch noch morgen gut. Deswegen mache ich halt ein bisschen mehr. Ich mache zwei Netze Kartoffeln heute. Boah, ich habe zu schälen. Da habe ich ja was zu schälen, zu schälen, zu schälen. Da habe ich was zu schälen. Also diesmal mache ich drin Rindfleisch. Jagdwurst, Speck, aber wenig. Rindfleisch, Jagdwurst, Speck, Zwiebeln, Paprika, bis jetzt. Dann kommt noch rein Möhren und Kartoffeln. Das ist so mein Standard-Eintopf. Der Standard-Tommy. Tommy-Top. Topf-Tommy. Pfeffer, Salz, Wasser. Paprika. So, Paprika sind wir fertig. Das war's erstmal. Jetzt mache ich noch einen Schluck Wasser drin und lasse das ein bisschen köcheln. Ja, ja. Oho. Kurz aufdrehen. Reinkippen. Fertig. Deckel drauf. Kleine Flamme. Und fertig. Ich bin fertig mit den Möhren. Ja, die habe ich klein geschnippelt. Jetzt gucken wir mal rein. 15 Minuten oder so. Was ist jetzt vor sich hingeköchelt? Schon schön weich sieht der aus hier, Paprika. Mal durchgerührt. Ja, der ist weich. Jetzt kommen die Möhren rein. Die Möhren, die Möhren, die möchte keiner hören. Da gibt's was auf der Möhren. Wenn das kann hören. Ja, die sind nämlich richtig hart, die brauchen wir auch noch mal richtig lange. Die so richtig durchgekocht sind. Und noch einer.
Jo. Haben wir, würde ich mal sagen. Jetzt kommt richtig Wasser auf. Also Hüter erstmal. Und Mama. Tja, ich würde mal sagen, jetzt noch mal eine Viertelstunde oder so, also locker. Ja, sagt sie. In der Zeit schäle ich mal die Kartoffeln. Geht los! Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Mal denn? Wenn Frau räumt auf, muss man auch mal zeigen, dass Frauen aufräumen. Muss in der Ecke leuchten. Du bist ein echter Magier. So, entzaubert! Auf gar keinen. Cool, oder? Ja. War das schön aus? Ja. Ja. Das Problem ist, wenn ihr das bekommt, dann ist es weg. Das ist sofort weg. Oder kaputt. Die sind alle weltfremd da, so ein bisschen. Unmöglich, wie die redet. Ja, das war ja schon mit dem Mausabschränken das gleiche. So. Kartoffeln vorher, nachher. So. Fertig! Erstmal. Und jetzt? Oh, herrlich! Oh. Hast du auch das Spinnen? Alles. Der dritte hat sich fast aufgelöst, das weil das so klein war. Ja. Also so viel Wasser drin war. Super, wa? Das ist toll. Jetzt können wir mal durchspülen. Oh, die fühlen sich schon leicht weich an. Können wir das so richtig suppig gestalten? Ja, können wir machen. Also so richtig mit Wasser. Ja, können wir machen. Super. Das war toll. Das ist so lecker. Vielleicht ein bisschen wenig Möhren dafür, weil ihr doppelte Kartoffeln. Aber bitte ein Kartoffelsüppchen. Ein feines Kartoffelsüppchen. Habt ihr kein Kartoffelsüppchen gemundet? Oh, das riecht schon. Oh, Mann, das riecht schon gut. Oh, riecht das gut. Das war nach oben rufen. Essen ist gleich. Hat das feine Kartoffelsüppchen denn gemundet? Ja, das ist doch der Abbau der Gesellschaft, wenn man das schon als freundlich empfindet, oder? Ob jemand fragt, ob das Kartoffelsüppchen gemundet hat? Nee, wenn man so eine Leute schon als die ist doch voll nett, wenn man das sagt, dann merkt man doch, okay, die Leute wissen manchmal, was Freundlichkeit bedeutet. Nee, muss man Knicke vorlesen. Also ich würde aber auch an deiner Stelle, wäre ich nicht so drauf eingegangen, wie du drauf eingegangen bist. Du hast ja gleich gesagt, da hast du mir den falschen Umschlag gegeben. Erstens würde ich gar nicht gut zu mir. Immer schön mit Sieg, immer schön in Distanz. Und zweitens, hätte ich gesagt, nee, ich glaube, ich habe gesagt, hast du den vergessen, weil ich gar nicht gewinnt. Ja, du, ist ja auch schon schlimm. Ist der Kuh ist ja schlimm schon. Ja, nee, das ist ja egal. Würde ich dir ja nicht achten. Aber du kennst doch auch alle Leute. Ja. Aber nicht aus dem Grund. Das ist ja auch in Ordnung, wenn es jemand macht, den du irgendwie leiden kannst, der normal ist, so halbwegs oder so. Also, der normal ist, hört sich auch doof an. Aber du weißt schon. Du weißt, das ist ein normaler Mensch, der sich benehmen kann, der benimmt hat. Aber wenn es jemand ist, der ja nicht mehr weiß, was benimmt ist. Ja, scheint ja so. Und die anderen wissen es auch nicht mehr, weil die finden es ja normal. Das ist ja das, was mir am meisten Angst macht.
außer Bier. Ist dir schon mal aufgefallen? Von dir oder so? Die anderen feiern gar nicht mehr. So, dann war der Rest. Kannst du dich kurz ausspülen? Ah, jetzt. Und mir gleich, kannst du dir voll machen mit Wasser. Mann, na, das da können wir jetzt essen. Zwei Netze Kartoffeln. Ja, ist aber auch gut, weil ich esse sehr gerne. Weil der Fresser kommt. Okay. Das ist auch so. Gib Jahr. Mach Wasser rein. Naja, ich brauche einen 1 Liter. Das ist mehr. Passt perfekt, noch ein bisschen mehr. Ich habe vorher schon mal drin gemacht. Noch ein wenig brauche ich. Mmh. Oh, lecker, lecker! Was brauchst du denn da noch? Ja, das ist jetzt definitiv zu viel, aber das ist schon okay. Du wolltest jetzt ja suppig. Mit was malt sie denn? Nicht mit Filzstiften. Oh, ist das lecker, du lobst es nicht. So, das war's, liebe Leute. Kochkurs Tommy Teil 3. Buletten haben wir, Specknudeln haben wir und Eintopf haben wir. Zwiebeln schneiden, naja, brauche ich euch nicht zeigen. Habt ihr nicht gesehen. Habt ihr nicht gesehen, habt ihr nicht gesehen, habt ihr woanders schon gesehen. Und die ganze Wurst und das alles, die ganzen Zinnober. Das ist die Halbzutat, das ist die Zwiebel, stimmt. Ja. Mm, das sieht ja schon sehr. AOI. Also bis später. So, auf alle Fälle ist die Kartoffelsuppe fertig und haben auch schon alle von gegessen. Außer Lumen. Also giftig ist er nicht. Die schmeckt sehr gut. Eine sehr leckere Kartoffelsuppe. Oder Eintopf. Was ist denn jetzt? Suppe oder Eintopf? Das ist ein Eintopf. Das ist ein Topf. Das ist ein Topf. Fertig. Fertig.